Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Grovi 1960. Hier habe ich von meinem Modellbaukollegen, dem Peter, einen DSB-Wagen bekommen. Den soll ich doch mit Licht ausstatten, denn er fährt nach wie vor analog und möchte gerne, dass dieser Triebwagen eine Beleuchtung bekommt. Einmal hier das gute Stück und dann, ne? Ist das zweite gute Stück befreit. Das Ganze soll natürlich analog ablaufen. Mein Peter fährt noch analog, das heißt, dieser Triebwagen braucht hier vorn lediglich einen Lichtwechsel und genauso hier an diesem Steuerwagen auch einen Lichtwechsel. Er hat mich gefragt, ob ich das machen kann. Ich habe zu ihm gesagt, ja, so wie ich Zeit habe, werde ich das Ganze in Angriff nehmen. Und heute habe ich mir mal die Zeit genommen, um mal mit dem Motorwagen hier anzufangen. Da werde ich jetzt den auseinandernehmen, so wie ihr das kennt. Und dann mir mal die Beleuchtung anschauen. Momentan ist da nur ein etwas schwaches weißes Licht drin hier vorne. Und da muss ich mal schauen, ob ich das nicht ändern kann. Dazu kommt der Wagen mal in meine Lockliege. Ich werde die zwei Schrauben mal herausdrehen. Die müssen meines Erachtens nach das Gehäuse halten. Ja, und ich hatte recht, das gute Stück geht so auseinander. Und wie vermutet, habe ich hier eine Glühlampe eingebaut. Die überträgt im Prinzip von den Radsätzen her, da habe ich ja hier das rechte und hier von mir aus das linke drin und hier habe ich eine Diode und diese Diode lässt natürlich nur in eine Richtung die Spannung durch und das heißt dann, wenn der Zug nach vorn fährt, ist es möglich, dass hier über diese Diode eine Spannung an die Glühlampe kommt, fährt der Zug zurück, wird diese Diode aktiv und sperrt die Richtung und somit bleibt diese Lampe aus und am Steuerwagen geht das Licht an. Das ist alles soweit in Ordnung, nur wenn man dann halt einen Lichtwechsel haben möchte, dann stößt man hier natürlich an seine Grenzen. Und das Ganze funktioniert dann nicht mehr wirklich so. Und deshalb mache ich hier eine LED-Beleuchtung nahe. So. Schauen wir uns
jetzt mal das Gehäuse an. So, so wie die Sache aussieht, habe ich hier oben eine Beleuchtung drin und hier unten. Und da wäre es doch denkbar, dass ich hier warmweiße Wechselleuchtdioden aufbringe und hier oben eine warmweiße für die dritte Beleuchtung. In der Art habe ich ja das schon das eine oder andere Mal gemacht. Und wie gesagt, das werde ich jetzt mal bei diesem Modell auch so machen. Ich werde hier dann diese 0603 LEDs aufkleben mit UV-Kleber. Der wird das hier dann durchscheinen lassen. Und ich hoffe, dass mir meine, ja, dass es hier am Fenster nachher nicht durchleuchtet. Das kontrolliere ich aber erstmal, indem ich jetzt diese Art der LEDs hier mal zusammenlöte. Das sind die Zutaten, die ich benötige. Das Ganze habe ich von der Firma Donau. Die bekommt man auf jeder halbwegs guten Modellbahnbörse oder Ausstellung. Ich habe das in Friedrichshafen gekauft. Die sind aber auch dann in Dortmund vertreten oder halt auch in Mannheim. Das ist ein Lackdraht. Das macht es mir natürlich viel einfacher, hier die Kabel an diese kleinen Leuchtdioden anzubringen. Und ich kann das nachher zu einem Zopf zusammenzwirlen und dann an diese Gleichrichter hinschicken, beziehungsweise an die Diodenplatte. Hier brauche ich ja zwei Leuchtdioden. Ich habe die beste Erfahrung gemacht, wenn man die in so eine Klemmzange einspannt und dann die Lötpads nach oben bringt und das Ganze dann verlötet, da hat man im Prinzip kein großes Problem, die Dinger zu verlöten. Dann fange ich mal mit dem blauen Draht an. Das ist nach ESU-Norm bei mir immer die Plusversorgung. Als Anfang empfehle ich immer, das blaue Kabel als Plus zu nehmen, das an den LED-Lötpad anzulöten, der das Plus darstellt. Das ist immer dieser unterm Strich hier, da wo der Pfeil nach oben zeigt, da ist immer die Masse. Dann setze ich die ganze Sache unter Spannung. Ich habe mein blaues Kabel mit Plus versorgt und das rote Kabel mit Masse. Und jetzt kann ich sehr schön herausfinden, welche Seite hier jetzt Plus oder Minus ist. Also hier ist jetzt das rote Kabel tatsächlich am roten Anschluss. Und so mache ich das jetzt beim zweiten auch so.
klemme praktisch hier das rote Kabel ab und klemme dafür das goldene Kabel ein. Und jetzt kann ich gleich überprüfen, ob bei der Lötung auch alles in Ordnung ist. Und dann müsste ja auch hier das weiße Pad der Doppel-LED leuchten. Und siehe da, es leuchtet. Und so kann ich jetzt diese drei Kabel verdrehen. Dann ist das etwas stabiler. Und dazu nehme ich natürlich mein Gehäuse und schaue mir das an. Ja, jetzt kann ich hier die zweite Seite einlöten, also praktisch die zweite Leuchtdiode. Nehme die zweite Leuchtdiode auf. So, hier habe ich jetzt das Gold und das Rot. Die werde ich jetzt unterbrechen. Ich bringe hier jetzt diese Leuchtdiode ins Spiel. Das ist ja die zweite. Auch diese wird erstmal verzinnt. Das ist das Plusteil hier unten. Dann kann ich gerade mit der goldenen Seite anfangen. So, jetzt habe ich hier eine Schnittstelle. Das gleiche mache ich jetzt auch mit der roten Seite. Auch hier habe ich jetzt eine saubere Schnittstelle drin. Wir haben ja gesagt, wir nehmen als erstes das Gold, dann zwicke ich hier die Kabel auseinander. Das Ganze muss ich drehen. Dann nehme ich hier das Goldene, löte es hier an. Wenn man die richtige Spannung aufschlägt, leuchtet es sogar. Das kann passieren. Jetzt kommt das Rot. Es leuchtet hier. Bei dem geht es jetzt besser. Ich trenne auch hier dieses Kabel. Dann löte ich
eine an. So. Und jetzt kommt das zweite. Und schon geht auch das Rot. Ich kann das jetzt wieder zusammennehmen. So. Und habe jetzt einen schönen Kabelbaum. So sieht das jetzt aus. Also wie ihr gesehen habt, ist das ja kein Hexenwerk. Und so geht jetzt das Weiß oder Rot. Das wäre jetzt hier diese Geschichte. Und jetzt kann ich hier diese zwei Leuchtdioden hier unten sauber einkleben. Was dann natürlich noch kommt, das ist das goldene Kabel. Das werde ich hier hochführen und von hier oben wieder nach unten führen, da es sich ja hier um das dritte Licht handelt. So ist es einigermaßen gut einsehbar. Ich mache hier wieder einen kleinen Klecks vom UV-Kleber drauf. So. Dann kann ich hier nochmal etwas verstärken. Soweit jetzt die zwei hier. Jetzt muss ich noch hier das Kabel in Form bringen. Da habe ich es etwas gut gemeint. Der Wagen ist jetzt auf meinem Testgleis. Die Lichtschlange habe ich hier an eine Platine angeschlossen, die einen Vorwiderstand besitzt, und habe dann die zwei Kabel
Die werden nachher im Dach noch fixiert, nach hinten gelegt Richtung Motor. Und da habe ich dann auch die Spannungsversorgung angeklemmt. Und jetzt kann ich den Wagen mal fahren lassen und dann müsste das Licht auch leuchten. Vorwärts und rückwärts. Ja, also er läuft und die Beleuchtung passt in der Richtung. Jetzt kann ich das Ganze fixieren hier, also mit Klebeband das Ganze noch etwas verfeinern und dann wäre auch dieser Wagen soweit wieder fertig. Die Sache sieht jetzt so aus. Ich habe die Kabel hier oben in die Dachmulde eingeklebt mit UV-Kleber und hier oben, da sitzt die kleine Platine mit dem Vorwiderstand. Jetzt kann ich das Ganze zusammensetzen. Der Triebwagen steht jetzt auf meinem Testgleis. Dann lasse ich ihn mal fahren. So fährt er vor. Ihr seht, das Licht leuchtet. Ich habe umgepolt. Und jetzt fährt er rückwärts. Dann pole ich nochmal um. Und so ist dieser Triebwagen jetzt fertig. Ich denke, das ist ein schönes Modell. Also, ja, bis auf den Motor, der etwas laut ist, finde ich dieses Modell richtig klasse. Und somit möchte ich auch hiermit schließen mit dem Umbau des Motorwagens. Und mache im zweiten Teil weiter mit dem Steuerwagen. Und ich freue mich schon auf diesen Umbau. Und ich würde mich natürlich freuen, euch wieder begrüßen zu dürfen auf meinem Kanal. Und verbleibe bis dahin. Euer Grubi, 1960.